Katalog Nummer 21, Odin. Johnny Cash aus der Euphorbia von Dramatik Ircolando Vico. 2019 geboren, somit dreijährig ist er hier. Aus einem niederländischen Stutenstamm entspringt er, ebenfalls auch in den Niederlanden gezogen. Johnny Cash, der Sohn des Bon Bravour, Fleming Jazz über Dramatik Don Federico Weltmeier. In diesem Stamm, der mit zahlreichen Inter 1 und Grand Prix erfolgreichen Pferden gespickt ist, wie zum Beispiel Nadine von Partout mit Hans-Peter Minderhut, sowie Bluff von Abtau, ebenfalls bis Grand Prix erfolgreich, oder auch Dorado von Craig. All diese Spitzensportler aus dem Stamm, aus dem eben auch Odin entstammt. Die Katalog Nummer 21 sehen wir mit Marco. Ja, meine Damen und Herren, das ist ein hochinteressantes Pferd. Wenn Sie das Video wirklich von der ersten Sekunde gesehen haben, dann haben Sie gesehen, wie dieses Pferd antrabte. Und da sieht man, dass das Pferd ganz, ganz viel Trabpotenzial hat. Aber so ein erfolgreicher und vor allem erfahrener Auktionsreiter wie Marco hat sofort erkannt, Achtung, ich muss den so ein bisschen mehr nach vorne traben lassen. Das ist so einer, der würde lieber passagieren als einen normalen, ich sag mal ganz bewusst, gebräuchlichen Arbeitstrab zu gehen. Und das ist wichtig. Wichtig ist, dass er keine Spannung aufbaut, sondern dass er erstmal seinen natürlichen Trabablauf zeigt. Das andere, das spürt man jetzt schon, dass der schwingen möchte, dass der schwingen kann, dass der einen tollen Bewegungsablauf hat und dass das vor dem Hintergrund, genau wie wir es gerade von Thomas Münch hörten, ein Pferd ist, weil es eben aus einer dressurbegabten Familie stammt, das sicherlich auf hohem oder auf höherem, höchstem Niveau vielleicht mal Meriten sammeln wird. Aber das geht nur, wenn dieses Pferd zunächst einmal ganz klar die Grundschule absolviert. Und dazu gehört leichtes Traben und immer wieder Zügel aus der Hand kauen lassen. Wollen wir mal sehen, ob wir das hinkriegen, dass er sich dehnt, öffnet und uns zeigt, dass das natürliche, reelle Reiten, ich sage immer so schön, von A nach B klappt. Und da darf man sich auch, wenn man dieses Pferd erworben hat, nicht blenden lassen und auf keinen Fall rangehen und sagen, so von nun an wird dieses Pferd nur noch passagiert, damit er ganz schnell im Grand Prix Sport angekommen ist. Das ist die sicherste Möglichkeit, um oben nie anzukommen, sondern das ist Pfand, den Sie in der Tasche haben, als Ausbilder, als Trainer, als Reiter, weil das Pferd das mitbringt. Aber jetzt muss er erstmal die Grundschule absolvieren. Und zur Grundschule gehört neben dem Trab auch das Galoppieren. Und das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Gucken uns an, wie Marco, Chefbereiter in Handorf seit Jahrzehnten, jetzt den Galopp entwickelt. Und auch hier sehen wir ein riesiges Potenzial für das große, für das internationale Viereck. Gutes Versammlungspotenzial. Und hier muss er genauso lernen, erstmal ganz natürlich den einzelnen Galoppsprung durch den Körper zu lassen. Uns nutzt es nichts, einige wenige spektakuläre Galoppsprünge zu zeigen, wo man sagt, Mensch, der könnte ja schon fliegende Wechsel lernen, der könnte schon Galopptraversalen gehen, der könnte schon Pirouettenarbeit zeigen. Nein, der muss ganz natürlich im Dreitakt gehen und das Stichwort heißt Arbeitsgalopp. Und was auf der linken Hand klappt, wollen wir gleich uns auf der rechten Hand angucken. Was mich beeindruckt, ist das sehr, sehr gute Balancegefühl, was das Pferd mitbringt. Ladies and Gentlemen, Odin, horse which is born and bred in the Netherlands. Horse with a lot of potential for the... Ja, nochmal angaloppieren, once more. Into maybe circle and then at the end of the open side of the circle, then canter right. Nicht? Horse was a little bit, was not able to understand what he wanted to do. So, and now prepare, canter right, and then smooth into canter. Nicht? A minute before, horse didn't understand the rider's aids, and I will ask Marco later what his feeling was in this second. And you see, well-balanced right hand in a similar way as left hand,
good using the hind legs, good bringing the hind legs under the center of gravity, nicht? And a nice long stride with a lot of uphill potential. Well done. And then smooth into the trot. Very good. Super. Jawohl. And you see the canter is very good for the horse to stretch the neck a little bit more than in the beginning he was stretching his neck in the trot. And now give long rein. So. Ich glaube, jetzt ganz wichtig, mal das Pferd wirklich mit langem Zügel zu sehen. Da sieht man wirklich die Qualität des Trabes. Und die ist genauso gut mit dem langen Zügel wie vorher. Und er muss jetzt nur lernen, den Ganaschenwinkel noch zu öffnen, um den Hals wirklich als Balancierstange nutzen zu können. Gucken Sie mal an, wie schön er das schon macht. Das ist noch nicht perfekt. Aber wir dürfen nie vergessen, das Pferd ist dreijährig. Also ein echter Youngster. Ah, trab noch einmal an, bitte. Dass er nicht einfach so bremst. Ganz wichtig, die Übergänge so zu reiten, dass sie immer im Fluss nach vorne angelegt sind. Ganz weich in den Schritt hinein. So, dann nutzt manchmal das Benutzen der Stimme. So, jawohl. Prima. Und dann relativ schnell zunächst zum Langen und dann übergehend zum Reiten mit hingegebenem Zügel, dass er sich wirklich balanciert, seinen Takt findet und ja, vor dir ist und wirklich nach vorne zieht. So, jetzt bin ich sehr gespannt, was Marco sagt, wie das Gefühl im Sattel ist auf einem Pferd, von dem ich glaube, dass es im Trab und im Galopp ganz viel Bewegungspotenzial und Versammlungspotenzial mitbringt. Ja, der Odin, den ich auch jetzt schon so ein bisschen länger kenne, er ist ja bei uns angeritten worden, entstammt dann aus unserer Jungpferdeabteilung. Deswegen kann ich da eigentlich ganz gut was zu sagen. Also ich muss wirklich sagen, er hat sich in den letzten 3-4 Wochen enorm weiterentwickelt, was so diese ganze Balance und die Körperentwicklung betrifft. Ja, wie du schon sagtest, also da steckt enorm viel Potenzial drin. Ich sage mal, er ist so ein bisschen so, wenn man das so mit einem Schüler vergleicht, ist so ein bisschen so ein Kasper noch, ne? Ist einfach sehr jugendlich noch. Und aber nicht bösartig, also Charakterstärke, Charakter ist enorm, ist einfach verspielt noch und sehr jugendlich. Ne? Und alles andere entwickelt sich weiter, wenn ich das so sehe, wie er sich jetzt in den letzten 3-4 Wochen entwickelt hat, dann geht das auch alles so weiter, schätze ich mal. Ne? Ja, vielen Dank, Marco, auch an dieser Stelle einmal wieder mehr. Kurzen Eindruck aus dem bisherigen Ausbildungsleben der Katalog Nummer 21 Odins wiedergegeben. Pferd, wie gesagt, hier bei uns zum Anreiten gewesen. Von daher glauben wir, dass ihn keiner besser kennt als unser Ausbildungsleiter Marco. Dankeschön für die Vorstellung von Odin.